Ihr genießt einen gewissen Ruf in der Stadt. Man sagt euch nach, ihr könntet alles besorgen. Inska Haldalin lehnte sich mit einem Lächeln in dem hohen Lehnstuhl aus schwarzem Wurzelgeflecht zurück. Er fingerte einen kandierten Feuerkäfer aus der Kupferschale neben sich und betrachtete ihn im Licht der Glutschalen. »Das ist nicht ganz korrekt. Ich kann alles besorgen.« Dann schob er sich die Nascherei in den Mund und knackte den Chitinpanzer mit seinen Zähnen. Das wohlige Prickeln aus Schärfe und Süße breitete sich in seinem Mund aus. Sein Gegenüber beobachtete ihn mit Augen wie Astlöcher. Sie waren Astlöcher. Die gesamte Erscheinung von Vitakon von Yolgurmak erinnerte mehr an einen verkrüppelten Waldschrat mit Pilzbefall als an einen Menschen. Paktira, dachte Enska verächtlich, sie verlieren einfach zu schnell das Maß. Aber man gewöhnt sich an sie. Inska Haldalin, der Fürst des Bazars, lebte nun schon so lange in den fauligen Eingeweiden der Stadt aus der Tiefe, dass ein vom Odem der Verdammnis verwandelter Paktierer für ihn kein ungewöhnlicher Anblick mehr war. Außerdem waren sie nützliche Narren mit oft beachtlichen Mitteln, die sich so tief in ihren chaotischen Visionen verirrt hatten, dass sie auf seine Hilfe angewiesen waren, wofür sie gut zahlten. Vor allem jene, die neu in der Stadt waren, wie dieser Vitakon, selbsternannter Priester der sieben Urwinde. Er gönnte sich noch einen Feuerkäfer. Nun, Meister Vitakon, sagt an, was euch unter der Borke juckt. Der Fürst des Bazars konnte bisher jeden Wunsch seiner Kunden erfüllen, vom feisten Krakonier bis hin zu Arachnor von Scheurina höchst selbst, dem Meister dieses schwimmenden Wunders. Vitakon neigte den Kopf und es knarzte wie der Mast einer alten Schaluppe. »Besorgt mir ein Flux vom Harz des Archenherzens!« Enska verschluckte sich an dem Feuerkäfer in seinem Mund. Ein Hustenkrampf schüttelte ihn. Vitakon wartete geduldig, bis er wieder zu Atem kam. »Bei allen Geistern des Handels, das ist Wahnsinn! Ihr sagtet, ihr könntet alles besorgen!« Inska wartete, ob der Paktierer einen Spaß gemacht hatte, doch dieser schaute ihn unverändert mit seinem starren Borkengesicht an. Entschieden erhob er sich. »Dieser Handel kommt nicht zustande.« »Doch.« »Ha, ein Handel wird immer von zwei Seiten geschlossen. Das solltet ihr wissen, Herr Paktierer.« »Setzt euch!« Vitakons knarrende Stimme war ruhig, ohne die Färbung irgendeiner Regung. Widerwillig kam Inska der Aufforderung nach. »Ich kenne eure Pläne, Vitakon. Ihr müsst sie mir gar nicht erst erklären. Meint ihr, ihr seid der Erste, der auf eine solche Idee kommt? Mein guter Freund Conneran von der Käferinsel würde dies einen einmaligen Einfall nennen, weil er eine himmelschreiende Dummheit ist. Ich bin nun schon so lange auf dieser Arche. Seit Arachnor von Scheurina das Kommando übernommen hat, haben nicht wenige versucht, sie ihm wieder zu entreißen. Es sind alle gescheitert. Verzeiht, wenn ich eure Träume untergrabe, aber es hat sich als stets vernünftig erwiesen, mich nicht an solche Machenschaften zu beteiligen. 500 Goldstücke. Für mein Schweigen, nicht für meine Hilfe. Er lächelte und sein Goldzahn flammte im Feuerschein auf. Dann überzeugt euch vielleicht dieses Angebot. Euer Leben. Enska spannte seinen Körper an, blaffte sein Gegenüber. Bei diesen Höllenknechten musste man auf der Hut sein. Es war offensichtlich, warum Vitakon das Herzharz wollte. Er brauchte es, weil er sich so erhoffte, die Kontrolle über die Stadt aus der Tiefe zu gewinnen. Wenn sein Wahnsinn so weit fortgeschritten war, war ihm alles zuzutrauen. Ihr hättet den Feuerkäfern widerstehen sollen. Ich nehme mein tägliches Antidot. Es wird euch nichts nutzen. Diese Holzfresse zeigte immer noch keine Regung. Wie eine Maske. Betrachtet dies nicht als Gift, sondern als Fluch. Ich nehme ihn von euch und die 500 Dukaten sind euch ebenso gewiss, wenn ihr mir das Harz besorgt. Innerhalb von 3 Tagen. Zweiter Hisinde. Ungefähr die 17. Stunde. Und während ihr auf eurem eigenen Schiff umherstolziert, öffnet sich eine Tür und Serpentilio de Lazar steht vor Canesetiana. Er liegt gerade im Bett, hat die Decke über sich selbst gezogen und bevor du ihn ansprechen kannst, siehst du, wie einer der Wachmannschaften von der Dukatengarde an dich herantritt. Kein Zutritt. Der Kapitän hat es autorisiert. Dann werde ich ihn mal fragen. Sicher doch, sicher doch.
Sollte sich das als Lüge erweisen, werdet ihr sterben. Werde ich euch anlügen, sagt der Magier mit einem Grinsen und tritt an dem Wachmann vorbei. Ja, er selbst bleibt dennoch stehen und lauscht. Ich trete an den... Wie sieht Kanazetiana aus? Hat er es stark gelitten? Weil man sagte mir, er isst nicht. Also du kannst ihn kaum bis gar nicht erkennen. Du siehst, dass er in seinem Bett liegt, die Decke eben auch bis zum Kinn herangezogen und du siehst ihn wohl auch zittern. Jemand sagte mir, ihr seid mein Nachfolger, ja? Ich darf mich vorstellen, Kanazetiana. Oh, bitte doch. Erhebt euch nicht. Macht euch nicht die Mühe. Serpentilio stellt seinen Stab locker an die Wand oder an die Gitterstäbe gelehnt und zieht einen Schemel heran und setzt sich und wedelt sich selbst mit dem minder dicken Stapel Papier, den er mitgebracht hat, ein wenig Luft zu. Geht es euch den Umständen entsprechend? Man sagt mir, ihr nehmt keine Nahrung. Ich bin krank. Nun, habt ihr denn eine Idee, was es sein könnte? Ich brauche Tränke, aber Krankheiten kenne ich aus den Büchern. Selbst ich könnte jetzt die Dämonen zuordnen, aber das überlasse ich lieber Nethia oder Idelius. Wenn ihr wollt, kann ich eine Untersuchung vornehmen. Es geht schon, danke. Nur etwas schwach es geht mir bald wieder besser. Sicher doch. Seht, ich denke, wir können einander helfen. Könnt ihr mich hier rausholen? Nun, ich will wieder arbeiten. Sagen wir so, der Kapitän und seine Berater sind der Meinung, dass die Angelegenheit eurer Anwesenheit in dieser Zelle eher früher als später erledigt werden sollte. Das freut mich. Ihr versteht sicherlich auch, dass die gegen euch vorgetragene Beweislast, sagen wir, erdrückend ist. Nun, dann davon weiß ich nichts. Weder in meinem Labor hat man etwas gefunden, noch an meinem Körper selbst, wenn ich mich nicht täusche. Nichtsdestotrotz haben eure... ich will es nicht Experimente nennen, denn ich bin mir sicher, es war ein sehr kundiger Versuch der Herstellung. Nichtsdestotrotz haben eure Herstellungsversuche hinreichend viel Unmut aufgebracht. Ja, wegen dem Spiegel. Nun, es war Zayat, aber das benutzt der Kapitän selbst für seine Ihr Zauber. Ihr müsst euch vor mir nicht rechtfertigen, Kanazetiana. Ich bin schließlich nicht der Kapitän. Allerdings kann ich ihm sicherlich, sagen wir, Ratschläge erteilen, die sicherlich dazu führen könnten, dass man euch ein wenig milde gewährt. Ich erkläre es euch gerne. Das ist keine Rechtfertigung, aber wenn ihr ein Berater eines Richters seid, dann mag ich es euch gerne noch einmal erklären. Ich möchte hier nur einfach nur raus und wieder helfen. Sicher doch. Nun seht ihr... Ich will euch auch gar nicht das Labor wegnehmen. Gebt mir einfach Bücher und ich will helfen. Was die Bücher angeht, seht ihr hier, sagt er und wedelt mit dem Stapel Pergament und Papier. Dies sind all eure Notizen. Ja, wenn du damit rumschwenkst, kannst du sehen, wie seine Augen so ein bisschen flackern und sie verfolgen, als wäre es Beute. Ja, die Gesamtheit eurer Notizen, um genau zu sein. Nun, ich habe sie durchgesichtet und ihr scheint ein hochbegabter Mann zu sein, Kanazetiana. Ja, das habe ich auch nie verschwiegen. Aber weder können dies hier all eure persönlichen Notizen sein, noch konnte ich eine Spur finden, der ganzen Papiere, teilweise ganze Bücher, die angeblich in eurem Labor versumpft sein sollen. Wenn ihr mir natürlich, sagen wir, helfen könntet, solche Schriftstücke wieder aufzubringen, wäre ich geneigt, euch ein gutes Wort am Kapitän für euch anzulegen. Er haut mich hier raus. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich ihn glatt anlüge. Ja, okay, würfel mal eine Überredprobe. Ja, falls das für ihn irgendwie relevant ist. Wir reden Lügen. Nun, und ich bin mir auch sicher, der Kapitän hätte nichts dagegen, wenn ich euch ein wenig unbedenkliches Lesematerial hier lasse. Gerne. Ich bin wie gesagt gewillt zu helfen, mit all meinem Wissen, was mir zur Verfügung steht. Ihr müsst mich nur fragen. Deswegen habe ich ja angeheuert.
Dann sagt mir doch bitte, wo die Bücher sind, die angeblich in eurer Kabine sind, aber nirgendwo aufzufinden. Das weiß ich nicht. Das ist schlecht, Ganesidiana. Nun, dann erzählt mir doch vielleicht von diesem Spiegel. Was genau hattet ihr da eigentlich vor? Wissen. Eine Pforte des Wissens. Es waren Experimente, die ich vorhatte. Wie gesagt, ich hatte davon in einem Buch gelesen. In welchem? Ich hatte das Buch bereits Zulamin gegeben. In welchem Buch, Ganesidiana? Ich hatte es ihr gegeben. Das ist nicht die Frage, die ich euch stelle. Das ist richtig. Ihr könnt mir nicht mit Wissen helfen, Ganesidiana, nachdem ich nicht gefragt habe. Ich wollte einfach... Nun... Es war ein Buch, was höchstwahrscheinlich vielleicht den Unmut des Kapitäns hervorrufen würde. Oh, glaubt mir, solche habe ich auch. Nun, dann versteht doch, dass ich... Ich verstehe euch nur zu gut, Ganesidiana. Der Kapitän und seine Mitstreiter sind nicht unbedingt gewillt, unsere Art von Neugier zu unterstützen. Ja, das ist leider richtig. Aber mir könnt ihr vertrauen. Nun, ich kann euch sicherlich... Gebt mir erst einmal die Dokumente, die ihr da habt, und dann... Sicher doch. Aber versteht... Ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Nun, wie man in Kunjam sagen würde, ein Mann, der in der Wüste gestrandet ist, sollte alles Wasser nehmen, das man ihm reicht. Ja, dann gib mir die Pergamente. Sicher doch. Aber die Zeit rennt, Ganesidiana. Ich werde zurückkommen und bis dahin habt ihr hoffentlich eine Idee, wo das Arachnoide Almagest hin ist, das man euch übernacht hat. Hatte ich das? Ansonsten, ja. Ansonsten haben wir keinen Handel. Ich klatsche den Stapel Papiere auf den Tisch und wende mich zum Gehen um. Ja, und du kannst auch erkennen, wie dich der Wachmann ebenso begleitet und dann in Richtung des Kapitäns geht. Derweil bei den anderen. Zulamin, was tust du? Zulamin ist, nachdem sie mit Serpentilio zusammen im Alchemielabor war, meditieren gegangen. Und ich denke, da wird sie auch noch sitzen. Und zwar würde ich gerne in die Sandschale schauen. Denn wir suchen ja die Stadt aus der Tiefe. Und Serpentilio sagte zwar, er kann eine Nachricht schicken, aber ja. Also ich sitze vor der Schale und lausche auf die Geräusche des Wassers und denke an die Stadt aus der Tiefe. Und schau mal, ob sich da irgendwelche Muster im Sand zeigen. Dann gehen wir mal ein Deuten der Zeichen. Ja, also das, was du vor allem jetzt im Sande erkennen kannst, das Pendel schwingt harmonisch zurzeit hin und her, eben hervorgerufen durch die Schwankung des Schiffes, so wie jetzt irgendwo kurz vor der Affeninsel Beskan liegt. Und du bist der Meinung, so wie es aktuell schwankt, ist das erst einmal eine Windrose, die dort gezeichnet wird. Und nachdem dort irgendwie über dir ein paar Matrosen herumpoltern und irgendwelche schweren Kisten verschieben, kannst du auch unter dir lachen hören, kannst du wohl bemerken, dass die Windrose vor allem in Richtung Süden, in Richtung Praios ausgerichtet ist und scheint wohl, als würde die Windrose die Richtung angeben. Ja, ich denke, ich bleibe da noch eine Weile sitzen und beobachte das Pendel und dann werde ich wohl wieder nach oben zu den anderen gehen. Es klopft an der Tür bei Abelmir. Herein. Kapitän, verzeiht, Serpentilio, der neue Hexer. Er sagt, er hat eine Erlaubnis von euch, dass er mit Ganesidiana sprechen darf. In der Tat. Gut, dann muss ich ihn nicht umbringen. Sie haben miteinander gesprochen, nur falls ihr... Ich weiß nicht, er hat ihm irgendwelche Pergamente gegeben. Ich weiß zwar nicht, was da drin stand, aber ich hoffe, dass er so mit euch abgesprochen. Nun gut, ihr wird schon wissen, was er tut. Aber habt denn trotzdem ein Auge auf ihn. Auf beide. Hi. Wenn ich sie töten soll, mache ich das für beide.
Gut zu wissen. Ich mach die Meldung nochmal bei Raphim. Captain. Nein. Etwa 5 Minuten später wird Serpentilio dann auch in deiner Kajüte stehen. Ja. Und? Was habt ihr rausbekommen? Nun, noch nichts Substanzielles, aber ich habe eine These, die ich gerade überprüfe. Gib mir eine Stunde. Vielleicht 2. Ihr sollt euch beeilen. Boldax wird langsam ungeduldig. Ja. Soll ich es euch erklären, oder? Nun, wenn ihr etwas auszufüllen habt, dann sprecht frei heraus. Nun, ihr scheint von einer Art Krankheit ergriffen zu sein. Und keine, die mit irgendeiner Mangelernährung zu tun zu haben scheint. Er war gleichzeitig sehr insistent, dass ich ihm die Pergamente, die ich dabei hatte, aushändige. So, was schließt ihr daraus? Nun, noch gar nichts. Es könnte allerdings sein, dass er... Wie sollte er ein Faktierer sein, wie selbstverständlich noch nicht bewiesen ist, dass er Wissen opfert, um seine Form zu wahren. In diesem Falle wird er dies vermutlich tun und eine wundersame Genesung erleiden. Müsste er nicht neues Wissen opfern? Nicht bekanntes? Nun, ich wollte nicht das Risiko eingehen, ihm Dinge zu geben, die er noch nicht kannte. Ebenso habe ich ihm versprochen, ich könnte euch zu seiner Freilassung beeinflussen, wenn er eines der verschwundenen Bücher zurückholt. Nun, das wird in der Tat nicht geschehen. Selbstverständlich nicht, aber sollte er auch dies auf wundersame Weise bewerkstelligen, haben wir ein weiteres Indiz für seine, sagen wir, unnormalen Befähigungen. Unnormale Befähigung? Damit kennt ihr euch aus, Serpentilio. Verzeiht, ich wollte euch herbeirufen lassen, aber es erschien mir besser, zuerst den Kapitän zu informieren. Zulamin schlüpft hinter Boltax auf zur Tür herein. Worum geht's denn? Habt ihr etwas herausgefunden? Kanazitiana, ich habe ihm, sagen wir, eine kleinere Köder rausgelegt. Und ihm versprochen, ich könnte ihn herausholen, im Gegenzug, dass er das Arachnoid einmal gest, man ihm überreicht hat, zurückholt. Wir werden sehen, ob er fähig ist. Es hat also nicht Abelmir, oder? Nein, Boltax. Das ist richtig. Das Buch ist in meinem Besitz. Herein! Nun, dann habe ich den Mampfe gerade in eine sehr unbequeme Ecke manövriert. Ich wusste doch, ich hatte euch gesehen. Sehr gut, kommt rein, Oberstleutnant Diamantis, Sie sind doch hier. Was? Mir wurde nichts von einer Besprechung erzählt. Nein, mir vergessen Sie das auch immer zu sagen, weil man muss immer ein Auge auf diese Gänge hier haben. Wenn Sie dann reinkommen, verzeiht, dass wir etwas unpünktlich sind. Das ist nicht schlimm, es geht hier gerade um magische Belange. Ich lerne gerne dazu. Er setzt sich hin. Nun, umso besser, ihr dürft Protokoll führen. Sehr gut. Lass es mich relativ kurz ausführen, Bord Magus. Ich schlage vor, wir geben ihm eine Stunde, um zu handwerken. Dann werde ich ihn noch besuchen und nun, entweder haben wir dann unsere Beweise oder sind auch nicht schlechter da als vorher. Nun, gut. Gut Ding will Weile haben. Nehmt ruhig 2 Stunden. Selbstverständlich. Wenn der Kapitän geneigt ist, kann er gerne den Brief an die Stadt aus der Tiefe diktieren. Natürlich. Ich dachte schon, dass ihr so erst fragen würdet, ich würde mir jetzt die Schublade aufmachen und dann einen Brief rausfingern. Hier. Ist der schon fertig geschrieben oder ist das ein leeres Papier? Der ist schon fertig geschrieben. Gut. Ich schau da kurz rein, ob irgendwie drin irgendwas Unhöfliches drin steht. Ein sehr neutral formulierter Brief an den Herrn der Arche. Ich bin mir nicht sicher, ob wir deinen Namen kennen. Arachnor von Scheurina, wenn ihr das wissen müsst. Ob wir ihn kennen, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Tidio kennt den, der Typ ist abgeknossen, ja. Nun gut. Nun, dort steht drin, dass wir eine Unterredung wünschen bezüglich Umstände, die sein Überleben und sein Überleben seiner Arche betreffen. Ich lasse etwas kryptisch offen, warum, wieso, weshalb. Ja, Frosty, ich nehme an, ich habe irgendwie einen Siegelring, der meinem Magier, also meinem Akademiesiegel gleicht. Du hast ein Siegel aus Mirham und eins aus Brabak. Genau, dann würde ich das Mirhammer da drunter setzen. Das Ding zusammenrollen, mit dem Lederbändchen zusammenbinden und es an mich nehmen. Nun, wir müssen noch auf Sonnenuntergang warten, aber die Nachricht wird abgesendet. Gut. Ja, meint ihr, es wird es dauern, bis wir Nachricht bekommen von ihm?
Vor dem Morgengrauen wird er sie haben. Das war nicht meine Frage. Nun, ich kann euch nicht sagen, wie schnell und ob sie beraubt bearbeitet wird. Ich bin Daimonologe, Kapitän, nicht Hellseher. Nun gut, dann warten wir einfach ab. Beim Stichwort Hellseher. Ich habe das Pendel beobachtet und es scheint nach Süden zu weisen. Aber das wird uns kaum überraschen, oder? Ich habe nach der Stadt gesucht, der Stadt aus der Tiefe. Überraschend ist diesmal kaum. Nun gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir einen Kurs nach Süden setzen. Für einen Tag, das müsste reichen. Wir werden also den direkten Kurs auf diese Stadt der Tiefe setzen und nicht vorher in Kunchom oder dergleichen Halt machen, um unsere, vielleicht unsere Matrosen auszutauschen. Wieso sollten wir das denn tun? Wir sind doch jetzt schon so lange bei uns. Es sind sehr viele nette Kerle. Franklin und Joshram und Riesch. Also, und Alrik. Ihr sollt euch nicht zu sehr mit diesen Mannschaftsmitgliedern anfreunden. Wir werden sie vermutlich bald austauschen müssen. Na gut. Die Mannschaft kommt, die Mannschaft geht, wie das so ist im Leben. Ich hoffe, damit meint ihr nicht die Pioniere und die Mauer, also die Maulwürfe? Nein, meinen wir nicht. Protokoll. Das soll alles genau fürs Detail sein, nicht, dass wir irgendwas aus Nacht lassen. Ja. Du solltest deine ganze Aufmerksamkeit drauf wenden. Ja, das mache ich. Ich habe immer gut zugehört. Ich werde noch einen letzten Versuch starten, diese Alrik-Verschwörung zu zerschlagen, aber das wird uns maximal 1 bis 2 Wochen bringen. Das wird so reichen. Nächste Meuterei von Zaun brechen können. Bin mir sicher, Kapitän, unzuverlässiges Personal bekommen wir noch auf der Stadt aus der Tiefe. Ich will dort noch weniger anheuern, als hier auf Maras kann. Selbstverständlich. Wir werden demnächst Kontion anlaufen. Ich habe dort eine Idee, was wir mit der Pforte des Grauens bewerkstelligen können. Aber bin sehr gespannt, eure Ausführungen zu hören. Ich auch. Ich dachte, wir konnten da nichts tun. Ja, wir nicht, aber es gibt dort Spezialisten. Ich habe eine Idee, aber ich muss sie noch genauer ausarbeiten. Nun, Serpentilio, ihr habt zu tun. Boltax, wie steht es mit einem Kantus? Mit welchem Kantus? Der Halluzination, die ihr auf den Alchemisten werfen wolltet. Wir wollten damit erst warten, bis Serpentilios kleines Experiment entweder von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Deswegen fragt euch, ob ihr euch ausreichend präpariert habt. Ja. Gut. Mir kam noch ein anderer Gedanke. Ich weiß, wir sprachen mit Netia darüber, ob sie bereit wäre, seine Seele zu prüfen. Und sie fand das aufgrund der dünnen Beweislage unangebracht. Aber wir könnten ihn auch gerade heraus fragen, ob er dazu bereit wäre, um sich von den Vorwürfen reinzuwaschen. Wenn er Nein sagt, nun ja. Dann macht das die Sache kompliziert und ich wäre sehr neugierig, seine Gründe zu hören. Nun, dann sprecht einmal mit Nitya und mit diesem Alchemisten. Oh, ich kann diese Prüfung auch selbst durchführen. Wenn ihr gesagt wünscht. Ich wäre gerne dabei, wenn ihr diese Zeremonie vornimmt. Ich auch. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Wie gesagt, warten wir erst einmal ab, was er Serpentilio antwortet. Aber wir könnten ihm das Angebot machen. Es ist seine Entscheidung. Das ist richtig. Nun, dann lass es uns doch gleich tun, nicht wahr? Nun gut, wir wollten jetzt eigentlich Serpentilios. Ich denke auch, wir sollten ihm Zeit geben, in sich zu gehen. Zeit. Zeit ist oftmals, was wir nicht haben. Aber gut. Das merke ich auch immer wieder. Wir nehmen uns viel zu viel vor für viel zu wenig Zeit. Ich einen Vorschlag machen dürfte. Wir lassen uns 3 bis 4 Jahre Zeit. Dann können wir die Sachen alle ganz in Ruhe aufarbeiten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich weiß. Gut. Tröstet euch. Ich spreche mit dem Navigator und lasse einen neuen Kurs setzen.
Sind wir denn sicher, dass wir es dieses Mal durch den Sturm schaffen? Haben wir irgendwelche anderen Methoden, dass wir da durchkommen? Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Ich kann euch etwas zeigen, vielleicht beruhigt es euch. Moment, lasst einmal sehen. Seht ihr diese Schärpe hier? Das ist Marmelade. Das ist nicht so wichtig, aber das ist die gelbe Schärpe von Rondra. Sehr gut mit der Rondra-Kirche befreundet. Und Rondra ist ja die Mutter der Stürme, nicht wahr? Also wird diese Schärpe uns sicher durch den Sturm geleiten. Ihr wisst schon, dass es ein magischer Sturm ist. Das braucht ihr ihm doch nicht zu... Ich wollte ihn gerade beruhigen, Abelmir. Toll. Ja. Meint ihr wirklich, er ist so dumm? Darauf lassen wir das. Ich vermute, das soll nicht ins Protokoll. Nein. Abelmir ist ein göttergläubiger Mann. Ja. Und ein bisschen Gottvertrauen hat noch niemandem geschadet. Meine Mutter hat immer gesagt, Gottvertrauen ist auf dem Weg ins Himmelreich das Erste, was man braucht. Bitte, okay. Abelmir. Ja. Rafim hatte mir eigentlich gesagt, dass die Weisheiten deiner Mutter ab jetzt nicht mehr kommen werden. Hat er da gelogen? Nein. Ich dachte mir nur, wenn er jetzt gerade nicht hier ist. Gut. Hallo. Wenn es noch etwas zu besprechen gibt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Nun, da hat Yasin Aufgaben. Ja, wir vertagen die Sitzung. Wenn wir in Kunschum wären, würde ich noch gerne Schützen erneuern. Bogenschützen. Ungefähr 50 bis 100 Stück. Schauen wir einmal, wenn wir in Kunschum ankommen. Wie wäre es mit Armbrustschützen? Ist ja die Armbrust. Wir sollten diese Unterredung vielleicht vertagen, bis wir in Kunschum sind. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Ich wollte es nur einmal ins Protokoll schreiben. Schon getan. Da steht Bogenschützen, keine Armbrustschützen. Schreibt Armbrustschützen dazu. Ja, das mache ich dann gleich. Ich ergänze einen Moment. Ja, und damit geht er zumindest schon mal ab. Schützen, die mit einer Armbrust umgehen können, können genauso gut mit Schusswaffen umgehen. Gefällt mir die Idee, Boltex. Ja, Abelmir, wenn dieser Mann da ist, erzählt nichts von magischen Stürmen oder derlei Dingen. Geht einfach davon aus, dass ihr mit, ich weiß nicht, einer ungebildeteren Version von Yalan sprechen würdet. Er ist nicht dumm, er sieht doch was vorgeht. Ja, aber Gottvertrauen und meine Mutter hat immer gesagt, Ratschläge, nun, er wirkt ein bisschen, Habt ein wenig Vertrauen in die Personen. Sie werden es schon schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, nun, dann ist irgendwie nicht schade. Nun,